willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Unboxings. Ach du liebe Güte, es ist beides gekommen. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass die Pinkbox überhaupt noch den Weg zu mir findet, weil ich hatte da irgendwas gehört von Beauty Love und Insolvenz und tralala. Ich glaube, wir sind alle irgendwie überrascht, dass sie zu uns gekommen ist. Und die My Little Box ist angekommen. Ach, was soll ich dazu sagen, ne? Mein Glas hat einen Sprung. Prost! Es gibt neue, übrigens neue Gläser bei McDonald's. Was soll ich dazu sagen? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Wir fangen, glaube ich, mit der My Little Box an. Das ist die My Little Box, die diesen Monat gekommen ist. Ja, etwas, was kostet die My Little Box im Moment? Ich glaube, etwas über 20 Euro, ne? Irgendwie so? Ja, das ist ja wohl das Größte. Was ist mit euch los, My Little Box? Ich habe immer gedacht, ihr wärt hier die Tollsten und die Coolsten, wenn wir grooven. Aber nein. Also das, was ihr hier gemacht habt im Mai, in der Mai-Box, ist ein Witz, ein Hohn und lächerlich. Ja, wir haben erstmal die Tasche. So kam die an. Ich habe gedacht, da ist gar nichts drin in der Box. Also so kam die an. Das ist meine My Little Box. Ist schon ein Witz. Ist eine Armut, ne? Also für das Geld, no. Für das Geld hast du hier nur Probengrößen drin. Und da könnte ich mich drüber aufregen, weil das geht nicht. Das geht nicht. Und da müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Leute gehen. Wenn die ihr Abo kündigen. Ich habe gesagt, ich gucke mir das jetzt auch nächsten Monat an. Und dann gucke ich mir, glaube ich, noch die Box an. Diese Zwei-Monats-Box, die haben ja immer im Sommer so lange Ferien in Frankreich. Und da gibt es immer so eine Zwei-Monats-Box. Und dann werde ich dann, wenn mir das nicht gefällt, kündigen. Ganz einfach. Eins, zwei. So, wir haben hier 5 Sachen drin. Ich habe keine langen Haare mehr. Man sieht's, ne? Ich habe sie abgeschnitten. So. Wenn ich jetzt noch die langen Haare gehabt hätte, hätte ich mich natürlich über den Scrunchie gefreut. Habe ich aber nicht mehr. Deswegen, was soll ich damit? Deswegen kommt da, ja, in der Verlosung oder ins Trashy oder wie auch immer. Allerdings ist es eine wunderschöne Farbe. Wie gesagt, ich hätte das gefeiert. Aber that's life. Ich habe drin von Kerastase, das nutze ich eigentlich, ich nutze sowas nicht, ein Leave-In. Ist einfach nichts für mich und für meine Haare. Deswegen wird das wahrscheinlich dann auch weiter wandern. Was dann, ja gut, das ist jetzt mal aber persönliche Referenz, ne? Das ist halt nichts. Dann habe ich ein Lippenpeeling hier drin von der My Little Beauty. Also es ist die Eigenmarke von der My Little Box. Da würde ich sagen, ist vollkommen okay. Kannst mit leben. Was steht hinten drauf? Peele deine Lippen, indem du sie mit dem Aufsatz oder den Fingerspitzen sanft massierst. Die Zuckerpartikel radieren abgestorbene Hautzellen weg und sorgen für geschmeidig glatte Lippen. Spülen sie den Überschuss ab. Ich habe es jetzt schon mal einmal probiert. Ich finde es gut. Ich finde es vom Geruch her angenehm, vom Geschmack her ist es nicht unangenehm. Es kratzt nicht im Hals, es peelt wirklich die Lippen. Also tolles Produkt. Da haben wir drin 15 Milliliter. Das ist vollkommen okay, die Größe. Dann ja, finde ich das auch schon wieder eine Frechheit von der Größe. Das ist für mich eine Probe, dass Leute kriegen Apotheke. Was soll das, ne? Das ist ein 2-in-1, eine Cream oder ein Toner. Ich benutze keinen Toner, also Toner und meist Moisturizer. Ich benutze allerdings keinen Toner. Und Moisturizer-Cremes habe ich im Moment noch genug. Deswegen wird das auch nicht bei mir bleiben. Für mich das absolute Highlight, allerdings ist es auch etwas traurig, ist der Highlighter, weil der ist von Catrice. Den kriegst du für, was kostet der, 3,99 bei DM oder so, in der Drogerie. Also so wie ich die My Little Box ja lieb und mag, ne? Aber das ist, da hat er mal ganz schön ins Klo gegriffen. So sieht der aus. Also den kann, ne, das ist jetzt nichts Besonderes. Das war's schon. Das war nie My Little Box. Bisschen traurig, ne? Ja gut, du hast noch die Tasche dabei, aber wir haben ja 3 Millionen Taschen immer von der My Little Box. Obwohl ich das feiere, wenn eine Sonnenbrille drin ist, wenn eine Handtasche drin ist, das feiere ich total. Da bin ich auch der absolute Fan. Aber das ist eine Box, das ist ein Schlag ins Gesicht für dich. Finde ich, no.
Geht gar nicht. Geht gar nicht. Absolutes No-Go. Ja, gut. Das sind diese Größen, diese Probiergrößen. Das ist für mich ein No-Go. Das geht nicht. Und deswegen gucke ich mir das, wie gesagt, noch 2 oder 3 Mal an und dann wiedersehen. Ja. So, 2 Sachen werden bei mir bleiben. Das ist definitiv der Highlighter, den ich noch nicht habe. Ich finde den schön. Und einmal das Lippenpeeling, weil das ist auch gut. Und der Rest wird dann halt mal weiter wandern. Ja. Ach, was willst du da noch zu sagen? Ne? Das war wirklich mein Little Boxen Griff ins Klo mit eurer Box für den Monat Mai. Das war nix. So, wir kommen zu My Pink Box. My Pink Box, genau. Die ist recht schwer. Ich habe mir gestern auch schon auf meinem Handy den Code hier geladen. Und ich muss sagen, ich habe da drin was gefunden, wo ich sage, da schlägt mein Herz aber schon höher, ne? Ja, hey, Sweetheart, Hakuna Matata, das kennen wir ja alle, ne? Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Schnapp dir die neue Pinkbox Hakuna Matata, lass den Alltagsstress hinter dir und tauche ein in eine neue Welt der Sorglosigkeit und Entspannung. Entdecke eine Produktauswahl, die dich zum Strahlen bringt und dir ein Gefühl von purer Lebensfreude schenkt. Wir haben an alles gedacht, dekorative Kosmetik, das feiere ich. Nützliche Beauty-Helferlein oder ein leckeres Getränk. Lass dich rundum verwöhnen und genieße die kleinen Freunde des Lebens. Scanne den QR-Code. Das habe ich gestern gemacht. Gestern Abend noch, als wir nach Hause gekommen sind. Deswegen werde ich das mal eben hier runterladen. So, eigene Dateien. Downloads. So, Pickerbox. Da bist du. Ja. Das Ganze werde ich jetzt nicht vorlesen. Ne? Das wird hier zu viel. So, weil da verraten wir ja auch schon alles, was hier drin ist. So, wir fangen nämlich an mit einem Rasierer. Leute, es wird Sommer. Wir rasieren uns wieder die Beine. Obwohl, ich rasiere mir die immer. Simple, soft, so easy, sensitiv. Ja, von Wilkinson müsste der sein, oder? Ich weiß nicht. Ja, Wilkinson Sword, Intuition, High Audrey Rasierer Nude. Der High Audrey Rasierer von Intuition macht deine Shaving-Routine besonders einfach und gründlich. Mit 5 Klingen und Duo-Intens-Serum wird deine Rasur super soft und Hautirritationen werden effektiv vorgebeugt. Dank des Rasiergriffs mit Soft-Touch-Oberfläche liegt der Rasierer gut in der Hand und sorgt für so eine sichere Anwendung. Lieben wir. Ja, da musst du dann auch immer deine Klingen nachkaufen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, muss ich nicht haben. Ja, für den einen oder anderen ist es okay. Ja, also, und die sind im Nachkaufen immer schweineteuer. Ich habe meine, die glaube ich auch von Wilkinson sind. Und ich bin da super zufrieden mit und schneid mir nicht in die Mumu, auf Deutsch gesagt. Und der wird mal weiter wandern. Ich habe da auch kein Problem mit dem weiterzugeben, weil, Aber der hat einen Preis von 8,99 €. Also das ist doch schon mal was. Saubermacher Kopfhautpeeling. Da bin ich echt neugierig drauf. Von Haarliebe. Da ich ja jetzt wieder kurze Haare habe, benutze ich immer Schaum und Haarspray und das bleibt auch dann so ein bisschen immer auf der Kopfhaut und da ist das gut für Kopfhautpeeling, Saubermacher für eine gesunde Kopfhaut und das werde ich mal benutzen, weil da ist AHA-Peeling. Also mit der veganen Formel des Kopfhautpeelings sind Rückstände, Schuppen und überschüssiger Talg Geschichte. Die Kopfhaut wird schonend, aber intensiv ohne störende Körnchen gereinigt, ohne Silikone, Parabene und Sulfate, dann neues Go-To Produkt für eine Erfrischung, gesunde Kopfhaut. Yes, girl. Oder Sir. Oder wie auch immer. Ne? Das habe ich nämlich früher mal gemerkt. Da dachte ich, oh, hier ist aber eine schöne Schicht da drauf. Und direkt auf die Kopfhaut auftragen, sanft einmassieren und 10 Minuten einwirken lassen. Danach die Haare wie gewohnt waschen. Also das werde ich grundsätzlich dann wenn ich bade, anwenden, weil unter der Dusche ist es ein bisschen schwierig, ne? Da darf es ja nicht 10 Minuten. AHA-Peeling mit Minz- und Malvenextrakt, ohne Silikone, ohne Sulfate, ohne Parabene, 100% vegan. Ich möchte mal wissen, wie das so riecht. Das riecht nach einem Schnaps. Kleiner dem Feigling. Das riecht nach kleiner Feigling. Prost! Sag mal den Soest. Ja, der riecht jetzt
als erst, im ersten Moment wirklich wie kleiner Feigling und jetzt so wie Shampoo. Wie geil. Ja, werde ich mal ausprobieren. Stelle ich in mein Badezimmer. Bin ich echt gespannt. Hat einen Preis von 4,99 Euro. Haarliebe bei Domino Carti. Dann haben wir eine Nagellack hier drin von Magic Finish, also von M. Asam. Ich habe die Farbe Cashmere Pink. Ich glaube, das ist die hellste, die man haben kann. Habe ich auch noch nicht, das weiß ich. Ich muss meine Nägel unbedingt machen. Ich vergesse das immer. Und da ist so eine Kugel drin. Also das ist so wirklich so Kaschmir-Rosa, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe da nämlich noch einen Rosa. Ob ich den eintausche oder ob der bei mir bleiben wird. Ich muss mal gucken. Ja, aber schön, da ich mir ja die Nägel, also nicht mehr Nageln gehe, sondern selber mache. Ich muss die unbedingt mal wieder machen. Finde ich das okay? Vollkommen okay. 7,99 Euro. Dann haben wir von Schebens hier was drin. Haben wir ja so oft. Und zwar Vitamin C Power Konzentrat. Ich benutze diese kleinen Perlchen, wie ich mal so gerne sage, gerne mal zwischendurch. 1,45 Euro. Ja, ein schneller Energieschub für mehr Power. Ja, ich benutze auch gerne Vitamin C für die Haut. Also ich habe da keine Probleme mit. Kostet 1,45. Dann hat mich so ein bisschen hier das nächste Produkt echt umgehauen. Was für in der Box ist der Knaller? Wir hatten schon mal was hier drin von Ofra, ne? In der Pinkbox. Ich meine den Highlighter. Und jetzt haben wir einen Blush hier drin. Und das, my little box, das ist, was man in die Box packt. Nicht einen Highlighter von Catrice, sondern sowas. Einen Blush zum Beispiel hier von Ofra für 24 Euro. Das ist ein Preis. Wäre der jetzt da drin gewesen bei der My Little Box, dann hätte ich gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das, nee, aber das ist geil. Ofra Blush Bellini. Na, ich habe da noch keinen Blush von. Ich habe da Highlighter, ich glaube, ein oder zwei Highlighter. Und der ist zwar sehr, sehr zart. Ich mache da meine Handinnenfläche. Wirklich sehr, sehr, so ein richtig schöner, zarter, ganz zarter Peachton. Aber da freue ich mich drauf, den zu testen. Weil so gerade für den Sommer ist, glaube ich, so Peach richtig geil. Der pfirsichfarbene Blush mit zarten rosa Unterton ist ein echter Kultklassiker von Ofra. Dank Liquid-to-Bake-Technologie ist die Formulierung extra lange haltbar und begeistert mit einer besonders hohen Pigmentierung. Für einen natürlich schönen Look, der dich strahlen lässt. Yay! Also das ist der Knaller, my little box. Ne? Da habt ihr wieder einen rausgehauen. Und jetzt kommen wir hier noch zum Süffigen. Ich habe Summersby Orange Spritz drin. Man konnte auch noch haben 1664 blank. Ich habe jetzt das hier drin. Ich glaube, das ist eh nichts für mich. Ich muss mal eben lesen, was das ist. Freu dich auf eins von zwei leckeren Getränken in deiner Box. Ist das das Goodie? Nee. Also 1,59 kostet der Spaß hier. Mit Summersby Orange Spritze erhältst du einen spritzigen Cidre mit dem Geschmack von bittersüßen Orangen. Und das mag ich nicht. Ich mag keine Bitter. Nee. Und das andere ist ein Bier. Och, guck. Naja, muss man mögen. Das war's. Das war's. Aber jetzt mal ganz ehrlich, schon alleine glaube ich, dass der Ofra Blush hier 24 Euro kostet bei der Pinkbox, hat die doch echt schon, glaube ich, hier die My Little Box in Sack und Tüten gepackt, oder? Also denke ich mir. Hä? Hallo? Also hat auf jeden Fall einen höheren Wert, ist ganz klar. Ich finde, diesmal hat definitiv die Pinkbox gewonnen. Mit 15.000 Nasenlängen voraus. Gut, das hätte ich jetzt nicht gebraucht hier, aber ne? Ich finde es klasse, wir haben dekorative Kosmetik sogar zweimal hier drin, weil Nagellack ist für mich auch dekorative Kosmetik. Und wir haben Pflege und was Neues und schön, das ist schön. Habe ich was vergessen? Ne? Nö, ich dachte schon, ich hätte was vergessen. Nein, also, ne, da, wir können ja mal grob überschlagen. So, dann sind wir bei 24, 25, 26, sind wir bei 27... 27, 35,
49 Euro bei der Pinkbox. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Also die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die My Little Box ist leider bei mir komplett durchgefallen. Das war der Highlighter da und das Peeling, aber sonst, no, geht gar nicht. Und ja, wie zufrieden wart ihr denn diesen Monat mit den Boxen und behaltet ihr die noch im Abo? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Mal gucken, was ihr so dazu sagt. Also ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.